Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Der letzte, den ich erstmal für heute aufnehme, ist in, glaube ich, 8 Parts oder so, die ich heute aufgenommen habe. Viel zu viele auf jeden Fall. Meine Stimme versagt schon langsam, aber ich konnte auch nicht aufhören. Wenn ich einmal in der Aufnahmesession von dem Spiel drinne bin, dann kenne ich kein Pardon. So, und mein Plan ist... Wasserläufer? Kann ich dich so fangen? Komme ich ja nicht ran? Jawohl! Oh, okay. Look. Das ist nicht fürs Museum gedacht, aber das kannst du nehmen. Wow, a birthday present for me. Thank you, Phantasm. Ja, gönn dir den Wasserläufer. Da haben wir das auch. Da kann ich den Käfer verkaufen. Und... Ja, jetzt heißt es erstmal die ganzen Sachen. Erstmal das hier platzieren. So, steht da ganz gut. Die ganzen Sachen pflanzen, die ich gekauft habe. Der ganze Cabbage. Machen wir hier eine neue Reihe. Sehr schön, wenn sich das selber wässert. Dann müssen wir nur 3 Stück gießen. Und die Superkartoffel, die ich gerade in der Tasche habe, die lagere ich mal eben ein, genauso wie die Gießkanne. Und ja. Moment, kann ich die Shards ins Museum bringen? Ja, dann tue ich das doch. Dann haben wir 2 Sachen, die ich ins Museum bringen kann. Und wir gehen jetzt dahin, wo es unserem Sparsechsen ist, nämlich in die Minen. Vorher sprechen wir noch kurz mit Henrietta. Die gute Henrietta, unser Lieblingshuhn. Henrietta bobs ahead at you, clucking a greeting. Sehr schön. Die beste von allen. So, der Meister ist auf dem Weg nach Norden. Wenn wir ihn abpassen sollten, können wir noch mit ihm reden. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Oh, wir tun in der Tat passen. Gotta make hay while the sun shines. Viel Spaß. Ich musste als Kind tatsächlich auch eine ganze Menge Heu mitmachen. Was daran lag, dass wir eben... Wir haben Water Chestnut gefunden. Was daran lag, dass wir sehr viele Hasen und andere Kleintiere hatten. Und ja. Die Water Chestnuts gehen an Juniper. Das heißt, wir machen, bevor wir in die Minen gehen, noch einen kurzen Abstecher bei ihr. Jetzt gehen natürlich erstmal ganz kurz ins Museum und donate die 2 Sachen. Und wir haben das Spring Crop Set vervollständigt. Und das Deck Material Set haben wir um 1 erweitert. Sehr schön. Es wird übrigens wahrscheinlich zwischendrin einen kurzen Cut geben. Oh mein Gott. Das ganze Öl. Und der Farmer Overall. Jetzt können wir Harvest Moon Cosplay machen. Der Cut ist dazu da. Wow, das ist eine Wut. Was wollte ich gerade sagen? Der Cut ist dazu da, weil ich zwischendrin mir noch was zu essen mache. Und ja, es ist nämlich ziemlich spät. Und ich habe Hunger. Perfekt, hier ist der Receipt. Sometimes I think if I hadn't gone into my... the bathhouse business, I would have opened a snack stand. I suppose I could still fill my cauldron with cooking oil one of these days. Damn. Du lachst wirklich ziemlich heftig. I always get comments about how well I walk in high heels on these rustic country byways. I suppose small things stimulate small minds. Okay. You remember when we did the rounds with Baron Whisker? Those were the days. That's back before he was a baron. That man always had a helping hand for everyone. How do you suppose the lord and lady are getting by in the capital? The baroness understands politics, and the baron's stark honesty passes for it. Truth to tell, I feel sorry for those who come up against him. Elan, wenn du auch gerade einmal da bist. I should talk to Errol about setting up some signs to commemorate all the interesting sites around Mystria. Wouldn't it be wonderful if the whole town was kind of museum? Ich meine, wenn sie in der Regel Touristenattraktionen sind, dann ja.
Was haben wir hier? Ach, eine Ameise. Okay. Okay, okay. Hier noch irgendwas? Nichts. Ach, hier wollte ich eigentlich gar nicht rein. Ich wollte nicht in den General Store, ich wollte ins Inn. Weil ich schauen will, ob wir vielleicht das Öl direkt weiterverwerten können. Nein, kann ich nicht. Dann lagere ich es ein. Dann muss ich doch nochmal, wo du... Ach, ich kann nicht mehr reden. Man merkt, das ist schon der 9. Part oder so, deshalb... Ja, da ist nicht mehr viel. The day after a Saturday market always feels a bit slow by comparison. Kann ich mir vorstellen. Hemlock's a sweetheart. He always has tea waiting for me at the beginning of my shift. Okay. Speedrun. Schnell auf die Farm. Alles einlagern. In die Minen. Wir müssen in die Minen. Es ist ganz wichtig. Ameise, weg mit. Öl, hier rein. Holz, hier rein. Und los, auf in den Norden, zack, zack. Room. Wir haben 6 Lots frei. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, dass wir halt mindestens 3 Werkzeuge benötigen, um in der Mine effektiv was machen zu können. Also ich meine, die Spitzhacke und das Schwert sind halt immer Pflicht. Das dritte könnte ja wahlweise Angel oder das Netz sein, weil wir können ja Insekten farmen und wir können auch fischen da drin. Ich muss mal schauen, wie Tauchen funktioniert, weil das interessiert mich auch. Oh, ah ja, und... Ah. Ich würde natürlich auch gerne Schatz sammeln, aber... Verdammt. Zu wenig Zeit für irgendwas. Okay. In Ebene 1 gibt es ja keine Monster. Da kann ich einfach drauf loshacken. Okay, leider gefunden. Bleiben wir gar nicht weiter hier. Ich habe kein Kupfer gesehen. Wie immer ist nämlich Kupfer das Wichtigste. Ihr kennt ja das Mantra. Steine sind nett. Aber Kupfer ist wichtiger. Nice, nice, nice. Wow. Oh. Oh, ein Artefakt. Was haben wir da Schönes? Shortcut Scroll. A legendary artifact. The scroll appears to show a quick and easy road to the bottom of the mines, but you don't recognize any of the paths. Ich kann es auch nicht einsetzen, schade. Ich hätte das sehr gerne eingesetzt, bin ich ehrlich. Aber vielleicht könnte da ja was bei rumkommen, wenn wir das dann im Museum abgeben. Gibt es da noch irgendwo Kupfer? Nein. Okay, dann geht's weiter runter. Kupfer? Ich habe Rubin da unten gesehen. Aua. Glas, sehr schön, sehr schön. Und nochmal Kupfer, dank dem Gegner. Rubin nehmen wir natürlich auch immer mit. So, hier sehe ich Kupfer. Wir sind super schnell und effizient gerade. Gut, liegt auch daran, dass ich natürlich die ganzen Steine links liegen lasse, die ich normalerweise mitnehmen würde. Ups. Sehr schön. Okay, eben auch erledigt. Speedrun. Und... Okay, charge dich erstmal. In der Zeit farme ich mich hier durch. Und jetzt müsstest du leer sein. Okay. Na komm, treff ihn doch mal. Oh mein Gott. Da würde ich sagen, schmeißen wir die Steine weg. Ich kann auch mal eine Kartoffel essen. Das gibt so viel Ausdauer. Und wir haben direkt die Leiter gefunden. Sehr gut. Ah, den Monsterfang und den... Okay, Moment, hatte ich den Hopper schon? Ah, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ah,
Come on. Mein Cricket hatte ich schon. Okay. Dann lasse ich den liegen und nehme stattdessen den Power Core mit. Sehr schön, sehr schön. Und da drüben sehe ich noch was zum Ausbuddeln. Kupfer. Immer her damit. Das war ein Schlag. Aber hat mich trotzdem noch getroffen. Du mieser Fiesling, so wie das Genki aus Monster Ranger im deutschen Dub gesagt hat. Ich liebe das. Aber ich liebe auch Monster Ranger. Einer meiner Lieblingskindheit-Anime. Okay. Ab nach unten. So, jetzt können wir uns endlich mal Ebene 5 richtig ansehen. Jetzt habe ich die Ressourcen dazu und ich habe auch genügend Zeit, denke ich. Und wir könnten technisch gesehen auch kurz raushüpfen, damit ich zumindest die Scroll loswerde, aber ich habe das Gefühl, das lohnt sich gerade nicht so sehr. Ah, ich würde die Steine alle so gerne mitnehmen. Wobei, doch, kommt. Lass das ganz schnell machen. Wird uns zwar eine Stunde kosten, aber dann können wir nochmal technisch gesehen kurz in die Mine zurückgehen, bevor wir dann Feierabend machen. Oder, nein, 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 anders. Ich sehe gerade, wir haben ja ziemlich viel Kupfer. Buried Artifact Set hat eins weiter. Sehr schön. Ich würde tatsächlich meine ganze Zeit jetzt stattdessen eher ins Kupfer investieren. Weil wir gerade einmal so viel davon haben. Dann können wir nämlich gleich den Auftrag von Celia abschließen und eventuell uns eine eigene noch bauen. Damit meine ich Schaufel. Ah, es reicht nicht ganz. Ah, es reicht bei weitem nicht. Verdammt. Okay, also nur eine Schaufel für Celia. Selina. Warum sage ich schon wieder Celia? Egal. Oh? Moment. Ah? Es ist 23.50 Uhr, warum? Okay, scheinbar kann ich nicht nach Mitternacht arbeiten. Evening. Arrow showed me that shortcut scroll you dropped off at a museum phantasm. Would have been handy back when I worked at the mines. Too bad about the earthquake messing it up, huh? Ah, okay, es waren die alten Pfade. Und ich habe gelernt, wir können nicht nach Mitternacht arbeiten an einer der Sachen. Das ist ziemlich schade, tatsächlich. Na gut, dann erledigen wir das morgen mit in dem Aufwasch. Ist ja kein Thema. Aber so schnell, wie wir heute durch die Minen gesprintet sind, das Tempo werden wir hoffentlich dann beibehalten. Du wirst gefangen. Und sofort abgegeben. Dann kann ich gleich noch ein paar Kleinigkeiten auf der Farm erledigen. Nichts Großartiges, weil ich sowieso nicht mehr so viel Zeit habe. Zack, zack. Oh, und mein Essen ist jetzt auch soweit in Bereitschaft. Das heißt, hier werde ich jetzt erstmal einen Cut machen und danach geht's weiter. Bis gleich. Okay, wir sind zurück. Und nachdem ich gespeist habe... Es ist nur so 50. Okay, hier ist gar nicht mehr allzu viel zu tun. Ich war gerade bereit, in die Minen zu gehen, aber es gibt ja nicht mehr viel zu tun. Haben wir noch ein bisschen Steine? Würde ich sagen. Oh, Glas? Wir haben einfach Glas bekommen, als wir den Stein zerscheppert haben. Das ist natürlich praktisch für uns. Kriegen wir das nochmal, wenn ich den hier zerdeppe? Nee? Aber hey, das war eine große Ladung Steine. Okay. Ist jetzt... Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Bitte, 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 bitte sag mir, dass ich es schaffe. Ich lebe aber auch gefährlich. Ich lebe wirklich gefährlich. Heieieiei. Okay. Haben uns mit den Erdbeeren, den Cabbage und der Cherry ein bisschen Geld verdient und den kleinen Insekten. Also hat sich das ja irgendwo ein bisschen gelohnt. Wir haben schon wieder fast 1k in der Tasche. Und den nächsten Rang. Wir sind kurz vor der 20. Ich denke, wenn wir mit dem Tag abschließen, könnten wir sogar schon die 20 erreicht haben, je nachdem wie es aussieht. Ist euch ja eigentlich mal aufgefallen, dass es sehr selten regnet in dem Spiel?
glaube, wir hatten einen einzigen Tag bisher, in dem es tatsächlich geregnet hat. Okay. Wir haben alles gelagert. Wir schnappen uns unser Coppering Water Can. Ein Copper Water Can. Okay, Leute. Ich wusste es nicht, dass das passieren wird. Ich habe das einfach so gesagt. Naja, ich will mich mal nicht beschweren. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Lagern wir die Kanne gleich wieder ein. Schmeißen die Erdbeeren hier rein. Zack. Und wir haben Post bekommen. Wir haben einen Brief gekriegt. Phantasm, can't thank you enough for your work on the mill. It's good time, come on over to my place. I'll put the kettle on and we can talk ranching and raising animals. Eine neue Quest, die können wir dann auch bei Gelegenheit mitnehmen. Jetzt reden wir erstmal mit Calderus. I see that the mill in town has been restored to a functioning state. Well done. This is sure to improve the lives of the townspeople. Das ist korrekt. Und wir schauen erstmal zu irgendwas Interessantes, was wir uppen können. Ich würde Western Rune Scholar jetzt lernen. Aber ich denke, meine Priorität ist erstmal in die Stadt zu gehen. Wir müssen ja glücklicherweise gerade nichts auf dem Land machen. Schnecke. Gefangen. Oh, ich habe keine Blume dabei. Grashüpfer. Request Board. Okay. Du möchtest deinen Turnip. Das kann ich dir mitbringen. Ich das früher gewusst. Wie es aussieht, muss ich doch nochmal ganz schnell zur Farm zurück. Dal, if you can't reach a shelf, just ask me. Okay? No more climbing then. Wir haben jetzt noch 8 Tage in einem Monat. Investiere ich jetzt noch in mehr Saatgut? Ich glaube, ich investiere noch ein bisschen. Wir könnten... Ja. 10 Cabbages und den Rest Potato. Potato Blood in our veins. Okay. A lot of fascinating insects come out during the rain. Ich glaube, ich habe... Moment, kann ich den Kalender da hinten anschauen? Like frogs. Ja, die besten Insekten. Frogs and bugs, Dell. Nein, kann ich nicht. Schade. By the way, du kannst eine Schnecke haben. When I was with the band, we got up a heck of a lot earlier than this. Up and at 'em. A lot of folks gather at the inn on rainy days, so I'm stocking up. Gotta be sure there's enough to feed every quest and then some. Nicht Quest. The inn is always bustling on rainy days, so Rainer comes in early to stock up for the evening rush at the inn. Verständlich. Ich werde jetzt erstmal zurück auf die Farm gehen. Ich muss unbedingt nochmal auf den Kalender schauen. Weil es kann nämlich sein, dass ich gerade sehr viel Geld für nichts ausgegeben habe. Das wäre sehr problematisch. Der Spring geht nur bis 28. Oh, ich habe die ganze Zeit bis zum 30. gerechnet und dachte eigentlich, ja okay, vielleicht könnte es der 31. werden. Aber das heißt, ich kann mein Saatgut, was ich gerade gekauft habe, ja gar nicht verwandeln. Ich meine, ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen. Und ich glaube, das ist meine einzige Option. Ich muss es versuchen. Na gut. Die Turnip nehmen wir mit. Und ja, ich mach's jetzt einfach. Das wollte ich nicht. Na egal, dann bleibt er jetzt liegen. A small stone table. Erstmal die Kartoffeln. Na Moment, hier machen wir die Kabelschüss. Zack, 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 zack. Mit ein bisschen Glück wachsen sie noch im Frühling, aber man kann sie nur im Sommer, entschuldigt. Aber man kann sie nur im Frühling sehen.
Das wäre Best-Case-Szenario. Ich hoffe einfach, das ist der Fall. Ansonsten haben wir gerade 700 Tesserae einfach so in den Sand gesetzt und das wäre echt nicht gut. Das wäre alles andere als gut tatsächlich. Okay. Adeline. Oh, jetzt habe ich die Blume vergessen. Okay. Wait. Ich bin durcheinander. Ich bin gerade sehr durcheinander. Wir sprechen wenigstens mit ihr, auch wenn wir keine Blume haben, die wir ihr gerade geben können. According to the Codex Mystria, the red toadstool at the museum is very poisonous. Sometimes red means poison and sometimes red means delicious. Nature sure is tricky. Ja, und die haben das damals Trial and Error mäßig herausgefunden. Hey, kann man das essen? Reingebissen? Okay, kann man nicht essen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Adeline ist bis oben. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen meine Gedanken sammeln. Das war ja gerade mal komplett daneben, was ich getan habe. It takes a bit of study to fish up aquatic artifacts, but they're worth the effort. A new fishing rod could be part of an archaeologist's toolbox. Das ist richtig. Aber hey, dadurch haben wir herausgefunden, wir tauchen nicht, sondern wir angeln. Nach den Artefakten. Dawn missed the evening gathering at the inn. Fantasy. Hemlock and Josephine host quite a little soir. Oh, your timing is perfect, Phantasm. I was hoping to finish up my annual spring crop yield report today. Now let's have a look. Yep, this is one healthy and delicious looking turnip. I'll go ahead and check this off my list. And then maybe make a salad. Thank you so much, here's your reward. That evening of dragons and drama was more gripping than I expected. Enough for me to forget about work. I'm looking forward to the next time. Das tue ich auch, weil euer kleines Abenteuer ziemlich lustig ist. ich habe noch den Petal Grasshopper hier. Habe ich auch total vergessen. Oh mein Gott. Was ist los mit mir? Rain, rain, go away. I could do it with a spell, but I'm so sleepy. Dossi wags his tail at you. Na, Dossi wird gestreichelt. Und ich bin glücklich. Ah ja, genau. Wir haben ja noch das Gespräch mit Hayden. Ich vorhin in der Aufnahme, in der ich glaube viermal oder so gecuttet habe, wegen den ganzen Niesern. Okay, ich werde jetzt mal einen guten Teil hier ignorieren und wir gehen jetzt hoch zur Schmiede. Das habe ich nämlich total vergessen, dass wir ja noch die Schaufel machen müssen. Let me get this straight, Phantasm. You gave a worm to the museum, and Errol took it, and now it's on display. This town's gone crazy since you arrived. Ich meine, es ist Teil des Erhalts, der Aufklärung. Und wir haben die Schaufel. So. Da wollen wir das gute Stück mal direkt zu unserer Celine geben. Habe ich eigentlich vorhin schon wieder Celia gesagt? Vermutlich habe ich das. Wie ich mich kenne. So wie sie. Hier oben. Turn in. You made this cover shovel yourself, Phantasm? Wow. I've been looking forward to a new shovel for a while now. This is going to make my gardening a breeze. Danke für diese starke Ausbeute. Phantasm, did you donate the shadow flower to the museum? I'd only read about it. There's something eerie about the flower that only grows in darkness. Ja. When the weather is dreary, I like to stop up on ginger and honey. There are some of my favorite things to put in a hot drink on a rainy day. Ja, das sagen viele Leute tatsächlich. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe gerade, dadurch, dass ich so viel Saatgut habe, keinen Bedarf. Kann ich mein Geld erstmal ein bisschen rückhalten. Und dann würde ich erstmal zu... Wir nehmen die Dandelion und geben sie dann Celine. Und dann würde ich erstmal zur Hayden runtergehen. Und eventuell will ich heute vielleicht
doch nicht in die Minen gehen, einfach nur, weil es halt einfach jetzt schon ein bisschen zu spät ist, weil ich so viel Zeit verschwendet habe. Und stattdessen halt einfach wieder ein bisschen auf der Farm was machen. Aber ich hätte halt sehr gerne wieder ein bisschen Kupfererz. Wir brauchen Kupfer. Ganz viel Kupfer. Okay. Dann bring mir mal bei. Thanks for stopping by. Come on in, put up your feet. Ha, Henrietta kommt auch mit her. Sehr schön. So, looking to raise some animals? I've got quite a selection to choose from, Phantasm. If you feed them, pet them and call them outside on nice days, they reward you with all sorts of wonderful produce. Fresh eggs and milk are real useful if you like cooking. You can also sell them for a nice profit. Some animals even provide useful crafting materials such as feathers and wool. Mystery also holds an annual animal festival with great prizes, although you might find the competition a little stiff against my Henrietta. If you go on to breed your animals with heart-shaped treats, you can even pair them to produce rare colors. Here's some milled feed to get you started, but don't forget you can also let them graze or even hand-feed them as a treat. Ich denke, das ist selbsterklärend. Also, belassen wir es dabei. Well, I think that's about everything for now. Don't be a stranger, Phantasm. I can tell Henrietta appreciates your company and so do I. Okay, freut mich. Dann spreche ich noch ganz kurz mit euch und dann ist auch schon der Part wieder vorbei. Oh, okay. Schmeiß mich raus, schenkt mir eine Menge. Alles klar. Danke, I guess. Henrietta doesn't seem to mind the rain. Ach ja. Okay. Also. Mein Plan ist jetzt. Der Part ist jetzt so gut wie vorbei. Ich werde im nächsten Part dann an dem Meeting teilnehmen. Werde noch ein bisschen was auf der Farm machen. Ups, das wollte ich nicht. Und dann würde ich in dem darauffolgenden Tag wieder in die Mine gehen. Das ist mein Schlachtplan jetzt. Und ich würde sagen, wir callen es quits hier. Ich bin gerade verlockt, noch einen weiteren Part hinten dran zu hängen, einfach nur damit ich dann mitten am Tagesende beenden kann. Und ich denke, das mache ich dann auch. So oder so. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut.